So, eine weitere Folge von Technomage. Endlich geht's weiter und ich habe den Weg gefunden und zwar, ja, Dynamit benutzt und zwar hier. So, gleich schon begrüßt von ein paar Fledermäusen, wunderbar. Es fängt schon gut an. Wunderbar. Kaum beginnt der Part und schon bin ich schon wieder fast tot. Beziehungsweise, was heißt fast? Ich bin tot. Okay, dann halt so, ein bisschen mit Taktik. So, Kamera drehen. Gut. Und ja, Kisten. Ich weiß, ich soll die zerstören. So, ein bisschen so. Und gerettet. Buh, vielen Dank, Kumpel. Mensch, was freue ich mich, meine Frau Nanda wiederzusehen. Wie heißt du eigentlich? Ich habe dich noch nie zuvor in Steamertown gesehen. Ich heiße Melvin und komme aus Dreamertown. Beruhige dich erstmal. Glaubst du, du schaffst es alleine zurück? Ich habe hier unten noch etwas zu erledigen. Na klar! Nochmal danke, dass du mein Leben gerettet hast. Übrigens war ich gerade dabei, die Ladestation für die Loren zu reparieren. Und dafür brauchte ich dieses Stemmeisen. Hier, nimm du es. Vielleicht kannst du es irgendwo hier unten gut gebrauchen. Hm, nehme ich als Hebel. So, Kiste, was ist drin? Oh, eine Fackel. Oh, danke, ich mal ein Level ab. Erhöht die Lebenskraft, erhöht die Stärke. Schaden wird größer. Was ist Defensive nochmal? Ich glaube Lebenskraft oder so. Was nehme ich? Was nehme ich? Ja, komm, ich nehme mal, glaube ich, das. Ja. So, ich kann noch. Gut. Dann noch Stärke. Och, Mann. Kurzer Moment. So. Tut mir leid, das kurze Flackern war jetzt Skype. Ich hab's vergessen, auf beschäftigt zu stellen. Na gut, jetzt geht's weiter. Okay, mit dem Hebel muss ich jetzt nach unten. Wieder zurück ins Minengebiet. Kisten habe ich, by the way, ein paar zerstört. Die warum standen. Unter anderem war ein großer Lebenstrank drin, den ich mir auf jeden Fall aufsparen werde für ja, gewisse Situationen. Ja, das ist so ein Checkpoint. Und irgendwie kann ich durchs Gitter laufen, warum auch immer. So. Hier ist jetzt eine Ladestation. Hier in der Ecke. Dort brauchen wir einen Hebel. Das war's. Jetzt kann ich die Ladestation für meine Zwecke nutzen. Ja, so einfach ist das. So, schicken wir die Lore mal zurück. Drehen mal am Hebelchen. Wo ist denn? Da ist das Hebelchen. Zweiter, glaube ich, oder? Ja. So. Das dürfte reichen. Ist jetzt Dynamit drin, oder? Reicht das so? Ich teste es mal aus.
Ja, das reicht. Kavams! Das passiert mit gemeinen Hindernissen, die mich aufhalten wollen. Einfach aus dem Weg gebasht. So. Hier haben wir gleich gespeichert. Was ist das denn da? Was ist das denn? Was bist du für eine... Ist du eine Krabbe oder so? Igitt. Na, ich sehe schon, ich kann nicht nur... treffen, wenn du irgendwas Grünes ausspuckst oder so. So. Ach. Alter, wie viel Energie hat das Teil gehabt? Richtig ekelhaft. Vor allem, was war das für ein Vieh? Eine Kiste irgendwo? Ah, ein Gang. Und Xanthiumerz und noch so ein Vieh. Oh Mann, komm! Okay, so schlimm sind die gar nicht, die Viecher. Okay, anscheinend war das Erz hier alles. Hm, okay. Gehen wir noch tiefer runter. Oder rauf. Okay. Ist doch der Min. Ach so, Moment. Wollte nicht der Schmied irgendwas haben? Ah, nee, das war jetzt falsch. Da war der Minenausgang, glaube ich. Genau. Rumtok hat mir erzählt, dass du alleine es warst, der ihn gerettet hat. Ich danke dir, denn Rumtok ist mein bester Kamerad. Ja, gerne. So, und es gibt, glaube ich, noch mehr Korken zu finden. Das weiß ich von Uzuma. Ich werde dem Schmied auch bald sein Eisen bringen. Ja, ist auch so ein Rohr, das wir reparieren müssen. Ich müsste mal diese ganzen Schränke näher durchsuchen. Nee, das ist wahrscheinlich kein Haus. Okay, wer war hier drin? Ach, das ist Gordons Haus. Das muss das Haus meines Vaters sein. Hm, sieht aber verlassen aus. Die Tür ist verschlossen. Hm. Ohne Schlüssel werde ich da wohl nicht reinkommen. Nee, ich werde jetzt... Das gibt's doch nicht. Ah, kurzen Cut. So, tut mir leid, vorhin war es Skype, jetzt war es irgendwie der Kater. Und... ich hoffe mal, jetzt geht's endlich mal. Ist doch schon ein bisschen nervig. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept raus.
Kennst du Tumpo, den Koch vom dampfenden Ross? Er hat mein Hochzeitsessen zubereitet, weil ich dort früher gearbeitet habe. Aber du glaubst nicht, was für ein Desaster das wurde. 3 Stunden nach dem Essen war es allen speiübel. Und es endete damit, dass ich an meinem Hochzeitstag den Boden aufwischen musste. Was für ein grandioser Start einer Ehe. Ich würde dort nie wieder etwas essen. Verständlich. Wobei, eigentlich waren Widersacher gewesen, die das gemacht haben. Finde ich jetzt noch Schränke? Beim Schmied auf jeden Fall. Wo fange ich an zu suchen? Ich würde sagen, einfach mal hier. Weiß nämlich, dass ich präzise davor stehen muss, damit ich dann den Schrank durchsuchen kann. Ist zum Beispiel leer. Da ist ein Heiltrank drin. Kreide. Ja, und ich bin nun mal leider der Typ, der ja leider oft des Öfteren mal etwas übersieht. Das ist mit anderen Spielen leider auch passiert. Also, das ist leider so ein bisschen normal bei mir. Ein Korken. Ich frage mich, wozu ich den gebrauchen könnte. Ein weiteres Rohr zu verschließen. Wahrscheinlich. Kann ich gleich auch mal machen. Aber erstmal geht's zum nächsten Haus, und zwar zum Haus des Schmieds. Der wollte sowieso was komische Erz hier haben. Xanthium. Dann kann ich mich ja gleich an die Arbeit machen. Ich werde aber die ganze Nacht brauchen, um den Schlüssel zu schmieden. Du solltest besser morgen früh wiederkommen. Und vergiss nicht, dass es momentan nachts in Steamertown etwas unheimlich sein kann. Okay. Wahrscheinlich wieder Gegner. Nehme ich mal jetzt stark an. Ist leer. Ist auch leer. Das ist schon nachts in Steamertown. Das ging ja flick. Das ging ja fix. So, habe ich alle Schränke hier durchsucht, oder? Fehlt mir hier noch ein Schrank. Da ist auch noch eine Kiste. Und Korken drin. Ja, jetzt finde ich die ganzen Korken. Ich sollte mich echt mal verstärkt um die Schränke kümmern. Ein Korken. Ich frage mich, wozu ich den gebrauchen könnte. Und Kisten. So, reparieren wir einige Rohre. Oder Moment mal. Ich könnte auch vorher noch mal zu diesem komischen Lager gehen von der Mine. Und schauen, ob da noch ein Korken ist. Aber da waren auch ziemlich viele Schränke gewesen. Das ist gerade rot flimmert, finde ich interessant. Das ist Feuer wahrscheinlich. Was ist los? Was willst du denn jetzt von mir? Ich muss sowieso schon jede Nacht 4-mal raus. Alles, was ich will, ist schlafen.
Also lassen. Ach so, ja. Das war ja der Raum. Stimmt, da sind noch die ganzen Schränke. Leer. Goldmünzen. Und ja, ich weiß, wie konnte ich das denn wieder mal übersehen? Wie konnte ich das natürlich wieder mal übersehen hier alles? Ja, ich übersehe sehr viel. Leider. Vor allem so Kleinigkeiten. Wobei manches sehe ich ganz gut. In Metroid zum Beispiel habe ich auch ziemlich viel gefunden von selbst. Ja gut, Xerax hat mich mal auf einen E-Tank darauf hingewiesen, der ja, direkt so schnell kann das gehen. Direkt unter mir lag und ja. Ich habe den ganze Zeit nicht gesehen, aber Xerox hat ihn gesehen und das war dann ja ein ziemlicher Fail-Moment. Das war in, glaube, Super Metroid ist das passiert. Das war echt ein ziemlicher Fail-Moment, muss ich sagen. Du bist nicht berechtigt, diesen Teil Steam. Okay, ich gehe ja schon. Ja, schon. Da muss nur ein Korken hin. Gestopft. So schnell kann das gehen. Was ist der letzte? Oder ist irgendwo noch so ein Teil? Wie viel habe ich denn im Inventar? Einen Korken habe ich noch. Also werde ich ganz schlicht mal dem Korkensystem hier folgen und gucken, wo noch so ein Leck ist. Irgendwo muss da noch ein Korken hin. Auch gestopft. Immer schön die Augen offen halten. Ah, Hinweis. Gestopft. So schnell kann das gehen. War das jetzt der letzte? Oder gibt es noch irgendwo so ein Loch für einen Korken? Mal Questlog. Gibt es noch irgendwo eine Leitung, die undicht ist? Zum Schrottplatz kommen wir, glaube ich, nicht. Oder gehe ich mal Richtung Krypta? Weil viel bleibt mir nicht übrig, weil die ganzen Leute hier schlafen ja alle schon. Von daher, ich werde es einfach mal so machen, dass ich vorher auf einen anderen Speicherstand speichere. Falls ich jetzt irgendwas am ich kann gar nicht speichern gerade. Das ist ja ärgerlich. Egal.
etwas unheimlich hier. Was in aller Welt ist das? Was passiert denn hier gerade? Oh oh. Melvin! Hallo, hier! Ja, hier. Du kennst mich? Aber Mel, du solltest mich eigentlich schon noch erkennen. Ich bin es. Deine Großmutter. Wie bitte? Großmutter? Was machst du denn hier? Ich dachte, du seist tot. Hoppla, ich meine, ich... Ja, du stehst vor einem Geist. Guten Morgen. Das stimmt, Mel. Auch ich war der Überzeugung, ich sei tot. Doch leider lässt man mich nicht in Frieden ruhen. Böse Geister und Dämonen überfielen kürzlich den Friedhof und stören seither die Ruhe aller guten Seelen. Ich möchte aber nicht länger hier herumspucken. Mel, bitte, schick diese Kreaturen wieder zurück in die Unterwelt. Ich weiß, dass du etwas Besonderes bist und es schaffen kannst. Hilf mir. Die Krypta ist gleich dort drüben. Puh, das ist aber ganz schön viel Verantwortung. Aber was soll's. Ich werde dir helfen, Oma. Schon allein für all die schönen Gute-Nacht-Lieder, die du mir einst gesungen hast. Du tust das Richtige, mein Liebling. Ich werde jetzt das Tor zur Krypta für dich öffnen. Melvin, mein Lieber. Zu deiner eigenen Sicherheit gebe ich dir diesen magischen Feuerballzauber. Um ihn zu entzünden, öffne dein Charaktermenü. Bewege den Cursor auf die blaue Röhre. Der Feuerball wird nun in dem Rahmen angezeigt. Bestätige deine Wahl mit der Action-Taste und verlasse das Menü. Du kannst den Zauber jetzt anwenden, indem du die Zaubertaste drückst. Vergiss nicht, dass das Zaubern Mana verbraucht. Viel Glück, Melvin. Gib den Seelen unserer Verstorbenen ihren immerwährenden Frieden zurück. Und vergiss nie, dass du etwas ganz Besonderes bist. Okay. Zur Krypta also. Ich könnte also jetzt auswählen. Wird aber, glaube ich mal, ja, doch auf einen weiteren freien Slot speichern, weil falls ich wieder irgendwas mit Quests und so jetzt vergeigt habe, dass ich mir das nochmal dann irgendwie retten kann. Und wir treten die Krypta. Sieht interessant aus. Die Musik ist ziemlich cool. Verflixt. Verschlossen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Tja, es gibt keinen Weg zurück. Wie scheint. Das ist eine Kiste. Eine Fackel. Was sind das für... Gegner. Okay, die ziehen mich irgendwie an. Das finde ich ja gar nicht mal so nice. Das ist nicht so gerade ziemlich ekelhaft. So. Skelett. So ein klassischer Gegner. Und du schmeißt sogar wie in Zelda deine Knochen. Also wie in Zelda 3. Und du bist relativ schwach. Und hast einen Heiltrank. Dankeschön. Okay, welchen Weg zuerst? Ich würde sagen, ich gehe mal den Weg zuerst. Ha, natürlich geht er nicht zuerst. Ist abgeschlossen. Oder es gibt einen Schalter irgendwo. Erstmal umgucken im ganzen Raum. Verschlossen. Aha. Oh.
Aber ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss bestimmt das Teil hier dorthin schieben. Auch nicht. Kann ich noch was verschieben? Ah, verstehe. Ich kann anscheinend immer nur zwei Sachen verschieben. Okay, Strong drückt halt, damit er anfängt zu schieben. Ziehen kann er scheinbar auch. Gehe ich mal diesen Weg hier zuerst lang, wo ich ihn gerade schon geöffnet habe. Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Kammer aus. Was zum... Oh, die nerven ja jetzt schon, diese Viecher. Alter! Alter Schwede, was geht mit diesen Mistviechern ab? Das kann man ja auch an. Ich habe das sowas von geahnt gerade. Verflixt, verschlossen. Ja, es kann richtig, richtig lustig werden. Wie greifen diese Viecher an? Schwert, die anzugreifen, ist eine beschissene Idee. Ich versuch's gleich mal mit Magie. Die Skelette sind okay, hier habe ich kein Problem. Die anderen Viecher sind mein Problem, diese schwarzen, hässlichen Geister. Pfeffern gegen die Mistviecher. Aber ich muss sagen, sehr, sehr nice Musik hat dieser Dungeon. So, noch ein Speicherstand. Nochmal gespeichert. Zack. Feuerball. Okay, wie benutze ich jetzt das Ding eigentlich? Wie benutze ich jetzt den Feuerball? Magie.
Ach, Zauberspruch. Das mach ich mal woanders hin. Und zwar dahin. Mann! Verpisst euch eigentlich, ihr Mistviecher! Ey, sind das nervige Mistviecher! Vor allem, was kann man da machen? Ich möchte bitte mal Tipps, wie man diese schwarzen Mistviecher irgendwie hinbekommt. Ah, jetzt renne ich auch noch rein. Na. Mein Gott, nee. Treff ihn. Bitte. Natürlich noch so ein Vieh. Ich bin gleich wieder tot. Alter, ich hasse den Angriff von diesen kleinen verdammten, verkackten Mistviechern. So, ich mache diesen Raum noch und dann... Oh, weil ich gerade nicht hingeguckt habe, musste sowas gleich passieren. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut und da muss so ein scheiß Knochenmann noch kommen. Was macht der Kombitrank? Na gut, da ist ein Schalter, da ist eine Kiste. Zunahmen feuert er halt dran. Ah, toll. Jetzt noch ein Labyrinth. Na, wo, ah, ich sehe schon da so Kisten. Giftungstrank auch wunderbar. Ich würde sagen, ich arbeite mich noch zum Schalter hin und werde dann, glaube ich, die Folge auch beenden. Das ist bestimmt zeitbasiert, oder? Das würde ich fast sogar wetten, dass es zeitbasierend ist. Deswegen beeile ich mich gerade absichtlich. Okay, wo geht's hier lang? Ich speichere. Tut mir leid. Obwohl. Ah, ich kann nicht speichern. Fuck. Zurück, 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 zurück. Jetzt? Bitte? Ja. Gut, Leute, das war dieser Part von Technomage. Beim nächsten Mal erkunden wir etwas näher die Krypta. Ja. Bis demnächst. Ciao.